Habt ihr euch auch schon immer mal gefragt, was wohl dieser einst so erfolgreiche Profisportler oder jene siegreiche Profisportlerin heute machen? Dann seid ihr genau richtig. Denn hier rede ich mit den ehemaligen Aktiven, wie sie den Weg ins normale Leben, abseits von Flutlichtfans und dem geliebten Sport gefunden haben. Wir werden zurückschauen auf die Erfolge oder die Niederlagen, wenn es sie dann gab. Aber vor allem unterhalten wir uns über die Zeit nach dem Leistungssport. Mein Name ist Florian Weichert und ich war selbst einst Fußballprofi und arbeite seit Ende der 90er Jahre als Sportjournalist für den MDR. Und ich freue mich im Podcast Profisport.at jetzt Plan B auf eine launige Zeit mit Frank Lieberam. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, Frank. Ich danke. Ein Länderspiel für die DDR. 5 Bundesligaspiele hat er bestritten und insgesamt 123 Mal das Trikot von Dynamo Dresden getragen. Des Weiteren hat er gespielt für den 1. FC Magdeburg, Lok Halberstadt, Stahl Riesa, dem VfL Wolfsburg und Hyundai Ulsan in Südkorea. Sportlich also eine interessante Karriere, von der er uns jetzt erzählen wird. Frank, wie blickst du heute ganz nüchtern auf die Statistik, die ich jetzt gerade vorgelesen habe? Ich denke, eine interessante Karriere, wo von vielem was dabei war. Es ging um Meisterschaften, um Europapokal, aber auch noch eine Reihe U-Länderspiele, also auch internationale Einsätze. Aber auch im reinen Amateurfußball gespielt. Und das alles macht es interessant und rundet das ganze Bild ab. Im Anschluss warst du Trainer in Aue, in Halberstadt, bei Union Berlin, in Stendal und in Neuruppin. Und dann hast du gesagt, Schluss, ich mach was Neues und das seit 2007. Frank Lieberam, wir sitzen hier in deinem Büro in Halberstadt. Wie geht's dir heute und was machst du heute? Ich bin heute Geschäftsführer einer Sportagentur, in einer Spielervermittlung, Spielerberatung. Also im Fußball irgendwo doch treu geblieben, das ist der rote Faden. Und kann sagen, dass ich nach 10 Jahre Trainertätigkeit dann doch diesen Weg gegangen bin und inzwischen sehr zufrieden bin. Der passt sehr gut zu mir. Wir sitzen hier in deinem Büro und Spielerberater gelten ja allgemein so ein bisschen als unmoralisch, als die schwarzen Schafe in der Fußballbranche. Aber ich vermisse hier den goldenen Kugelschreiber. Also was mich persönlich anbetrifft, erstmal ist es so, dass ich mit gelernt habe, kein Wunder bei der Entwicklung in der DDR, in den Sportinternaten, mit sehr wenig zufrieden zu sein. Also das muss ich mal für mich in Anspruch nehmen. Das heißt, du hättest einen haben können. Man verdient richtig gut als Spielerberater. Ich hätte sicher einen kleinen goldenen Kugelschreiber haben können. Aber diese Statussymbole sind nicht meine Welt. Es ist ja eine Anspielung eher auf den Bereich Spielerberatung. Man muss das relativieren. Es gibt einige wenige Geschäftsführer der großen Agenturen oder auch Einzelkämpfer, die großen Nationalspieler betreuen. Natürlich ist da sehr viel Geld im System, am Ende auch für die Berater. Aber es gibt auch sehr, sehr viele, die sich in der Regionalliga, in der dritten Liga ihre Miete und ihre Brötchen wirklich hart verdienen müssen. Es ist also vieles besser geworden im Fußballgeschäft. Und bevor wir weiterreden über die Dinge, die ein Spielerberater heutzutage macht, wollen wir mal zurückschauen, Frank, auf deine Spielerkarriere. Da stehen am Ende nur 5 Spiele in der ersten Liga. Für den VfL Wolfsburg, wie gesagt, hast du später noch 111 Mal in der Liga 2 gekickt. Aber eigentlich sind es aus meiner Sicht sehr wenig Spiele, wenn man bedenkt, dass du mit Dynamo Dresden 2-mal Meister, 1-mal Pokalsieger geworden bist, dazu 20 Mal im Europapokal gespielt hast. Was war da los? Wir sind doch beide, und damit meine ich den FC Hansa Rostock und Dynamo Dresden, in die Bundesliga gerückt. Und du warst damals auch ein fester Bestandteil von Dynamo Dresden. Das ist richtig. Ich war circa 5 Jahre, vielleicht etwas mehr als 5 Jahre, kann ich für mich in Anspruch nehmen, dass ich eigentlich kein einziges Spiel verpasst habe. Ich habe als Libero gespielt und war eigentlich immer da, immer fit. Ne? Und dann muss ich sagen, dass dann dieses entscheidende Jahr kam, wo es für den Verein oder für die Vereine dann um die Qualifikation ging in die Bundesliga. Und diese Wendezeit, die dann dazu kam mit den vielen Umbrüchen auch und in dieser Zeit ist mir irgendwo klar geworden, dass meine Zeit in Dresden zu Ende geht. Wir haben einen neuen Trainer bekommen, der
eine völlig andere Philosophie implantiert hat in den Verein, in die Mannschaft, auch mit Helmut Schulte, den ich unwahrscheinlich schätze. Und im Nachgang mit den Jahren jetzt hier auch, die ich als Spielerberater erlebe in dem Bereich, muss ich sagen, das war ein Wunder, mit Dynamo Dresden erstmal aufzusteigen. Aber das noch größere Wunder war, die Liga überhaupt zu halten. Ja, diese gesamten Umbrüche in der Gesellschaft mit allem, was dazu kam. Wir sind ja nicht nur Fußballer, wir sind ja auch Privatpersonen in der Familie, mit Jobverlusten im Familienbereich, den Stasi-Enthüllungen in Dresden etc. Da ist ja jeden Tag irgendwas Neues auf die Mannschaft eingebrochen. Und das hat der Helmut Schulte fantastisch gecoacht und moderiert. Und trotzdem hat er sich dann für einen anderen Spieler entschieden. So ist das manchmal im Fußball. Und ich hatte dann auch nicht mehr den Biss, um zurückzuschlagen, muss ich ehrlich sagen. Die Welt war offen, die Mauer war auf. Und ich hatte dann einfach nach 5,5 Jahren Dresden Lust, was Neues zu machen. Und dann hieß es plötzlich Koffer packen, auf nach Südkorea. Wie ist die Geschichte zustande gekommen? Trainer beim FC Ulzahn war Bunk und Schaar, der 10 Jahre in Deutschland gespielt hat. Bayer Leverkusen zum Beispiel, Eintracht Frankfurt. Sie waren in Deutschland im Trainingslager und er hat einen vertrauten Spielerberater informiert, dass er einen Libero sucht und gerne einen deutschen Libero in seine Mannschaft installieren würde. Der hat mich dann kontaktiert und dann habe ich mir gesagt, okay, ich höre mir das an, ich gucke mir das an. Und bin nach Hause zu meiner Frau und war noch völlig skeptisch. Und meine Frau hat dann gesagt, du, pass auf, das ist ein hochmodernes Land, hochentwickelt. Lass uns das machen, das ist ein Abenteuer. Wir kommen alle mit und das machen wir. Und dann habe ich gesagt, okay, gut. Und wie kann man sich das vorstellen? Es gab ja keine Handys. Du konntest ja mehr oder weniger, bist du da im Blindflug runter bei deiner Flugangst? Ich bin erstmal einen Monat alleine da gewesen. Ja. Ja, habe mir vor Ort dann wirklich nochmal einen Eindruck verschafft, ob es so, also einfach auch für die Familie. Wir hatten 2 kleine Kinder. Mein großer Sohn, der René, war 8, mein Kleiner war 2. Das ist schon ein bisschen sehr früh. Und habe mir also einen Monat erstmal alleine einen Eindruck verschafft und dann festgestellt, dass man da sehr gut leben kann, auch als Familie. Wir haben in einer großen Ausländersiedlung, in einem Compound gewohnt, wo ca. 400 Menschen aus aller Herren Länder zu Hause waren. Die Männer meistens sehr hart gearbeitet, die Frauen hatten sehr viel Freizeit, haben sich um die Kinder gekümmert, internationale Schule. Jeder, der ein bisschen was konnte, egal ob eine Bastelgruppe oder eine Tanzgruppe, die haben dann dort sich erfunden, die Frauen, und hatten ganz viel Spaß. Also für meine Familie war es schöner als im Urlaub. Mein großer Sohn hat sehr gut Englisch gelernt. Und von daher hat alles zusammengepasst. Wie lief das sportlich? Also war der Libero-Posten dann deine Stammposition in der Saison? Ein Jahr bist du geblieben, ne? Genau, ein Jahr geblieben. Ich habe Libero gespielt. Sportlich war es sehr, sehr anspruchsvoll. Also ich war knallhartes Training gewohnt, 3,5 Jahre Eduard Geier. Da kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Und das Training war unwahrscheinlich hart. Dazu kam auch, so wie man so asiatische Filme verfolgt, sehr vieles Gemeinsames, vieles in der Gruppe, Essenszeiten, Meetings, Trainingslager. Dann habe ich auch festgestellt, dass die Asiaten in ihrem eigenen Land sehr selbstbewusst sind. Und als Ausländer hat man ganz schön zu kämpfen, auch wenn sie noch so schüchtern auftreten, wenn sie in Europa sind. Aber in ihrem eigenen Land verkörpern sie eine andere Mentalität. So dass ich also der einzige Ausländer auch war in der Mannschaft. Und neben dem Fußball, das alles dann nicht so einfach war. Welche Geschichte erzählst du heute am Biertisch, wenn du gefragt wirst, wie war es in Südkorea? Ja, das waren natürlich vor allem so die Eindrücke, die wir jetzt so in Europa nicht kannten. Jetzt zum Beispiel, wenn es Essenszeiten gab, also wenn die Mannschaft war also regelmäßig eingeladen, auch zu besonderen Dingen. Hyundai war der große Sponsor. Und dann gab es oft koreanische Restaurants, wo man auf dem Fußboden sitzt und wo ein Grill mitten in der Tischplatte eingelassen ist. Und dann wird dort Fleisch gegrillt, mit Stäbchen natürlich. Und es gibt sehr viele scharfe Soßen dazu. Und, und die Spieler haben immer versucht, mich zu manipulieren, dass ich dann mal so die ganz scharfen Soßen probiere. Und ich, ab und zu habe ich denen dann mal einen Gefallen getan. Aber es ist wirklich eine ganz andere Esskultur. Es ist so scharf, es ätzt dir den Lachen weg. Ne? Und die haben sich dann köstlich amüsiert, wenn ich dann vor Husten nicht mehr reden konnte oder Schweißausbrüche gekriegt habe. Ja. Wie hast du dich da beholfen? Wie kriegt man das Schafe weg? Das geht dann nur mit Trinken und du musst dann gucken, dass du über die Zeit kommst. Also du stehst dann im Mittelpunkt erstmal, alle lachen.
Hast du Handynummern, konnte man ja damals nicht austauschen, weil es noch keine Handys gab und so. Hast du heute noch Kontakt zu irgendjemandem da, Bomkunçar, dem ehemaligen Trainer vielleicht? Nein, was ich sehr schade finde, ich habe immer, auch jetzt in der jetzigen Tätigkeit, halte ich immer Ausschau, so wie kannst du irgendwie ein Geschäft, eine Vermittlung zustande bringen. Viele Südkoreaner sind ja auch in Europa, in Deutschland. Würde ich super gerne begleiten, einen koreanischen Spieler, aber ich hatte das dann unmittelbar danach, weil ich ja selber noch viele Jahre gespielt habe, aus dem Augen verloren. Und dann hat sich die Tür eigentlich sehr, sehr weit geöffnet für Transfers, aber was nicht ist, kann noch werden. Dann ging es zurück nach Deutschland und da hieß die Station Wolfsburg. War das einfach oder hattest du auch Angst, oh Gott, die haben mich vielleicht hier vergessen, dass ich hier auch noch in Südkorea Fußball spiele, weil Internet gab es nicht, Handys habe ich gerade angesprochen, gab es nicht. Wie hast du das gemanagt? Ich hatte keine Angst, also ich war voll im Saft, also ich war fitter denn je, wäre für alles bereit gewesen, auch zum Teil für Probetraining. Ich wusste, dass vor allem die ostdeutschen Vereine mich recht gut einordnen können, also der alte Verein Dynamo Dresden, den ich ja auch von da nie aus dem Auge verloren habe. Oder ich hatte dann auch pikanterweise direkt nachdem ich wieder in Deutschland war, ein Angebot, eine Anfrage von Hansa Rostock, von Gerd Kiesche, wo wir uns getroffen hatten zum Gespräch. Also es ging dann ziemlich schnell. Also ich hätte vielleicht, wenn ich einen Monat zu Hause gewesen wäre, dann wäre vielleicht so ein bisschen Zukunftsangst zurückgekommen, aber das ging reibungslos. Und Wolfsburg, warum hast du dich für Wolfsburg letztlich entschieden? Das war sehr überzeugend, erstmal vom Angebot her, finanziell besser als wir es aus dem Osten gewohnt waren. Auch das Gespräch mit Peter Panda damals, mit dem Manager, das war sehr gut. Ja. Peter Panda ist ein gutes Stichwort, da kommen wir nachher nochmal drauf, wenn es um deine Trainerstation geht. Da habe ich noch eine kleine Geschichte. Aber ich will nochmal zu Wolfsburg dich fragen, ihr standet als Zweitligist im DFB-Pokalfinale, das gegen Gladbach. Was war das für eine irre Geschichte? Aber habt es dann am Ende verloren. Aber das war, ja, weiß ich nicht, heute würde jeder Zweitligist feiern und Jubiläen ansetzen für dieses Pokalfinale für Wolfsburg damals. War das was Großes? Das Spiel war eine Nummer zu groß für den Moment, in dem der Verein da war. Als ich kam, muss ich noch dazu sagen, ich war ja knapp unter 30 und hatte dann schon so im Hinterkopf Hansa Rostock, Wolfsburg, gab ein bisschen mehr Geld natürlich, aber auch die Perspektive nach dem Fußball. Ne? Da fing ich dann so das erste Mal an, auch zu überlegen, was jetzt 30, was ist in 3 oder in 5 Jahren? Ne? Und dann hatte ich schon die Fantasie, da ist das große Volkswagenwerk und wenn du da einigermaßen noch ein paar Jahre spielst, dann gibt es da sicher Möglichkeiten, auch beruflich Fuß zu fassen. Das war schon noch ein wichtiger, das würde ich auch noch ergänzen, das war also ein wichtiger Kriterium. Weil du hast auch Maschinenbauschlosser gelernt gehabt, ne? Ja, aber die Maschine. Einer der typischen Berufe, die Fußballer, die gab es ja in Rostock auch, ne? So Maschinenbauschlosser, ich habe Kfz-Schlosser damals gelernt. Aber man war ja nicht fähig, in diesem Beruf zu arbeiten, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Die Maschine möchtest du nicht sehen, die ich da bauen würde. aber wir fingen in Wolfsburg an, waren auf dem Abstiegsplatz das hat sich dann ganz schnell gefunden. Wir hatten also in meinen Augen dann eine sehr, sehr charakterstarke Mannschaft, dann also mit sehr erwachsenen Spielern, sehr selbstbewussten Spielern. Philipp Wollitz, wenn ich ergänzen darf, Sigi Reich, Gerd Roggensack war Trainer. Gerd Roggensack kam später. Der entscheidende Trainer war Eckhard Krautzun in meinen Augen, der dann für diese erfahrenen Spieler, die ja auch schon viel gesehen haben, so Detlef Dammeier, Holger Ballwanz, Uwe Zimmermann im Tor. Ja. Die hatten schon mehrere Vereine hinter sich und er hat das wirklich mal kurze Leine, mal lange Leine, war taktisch ein Fuchs und er hat uns da wirklich in 2 Jahren so weit nach vorne gemacht, dass wir dann vom Abstiegskandidaten in der 2. Liga dann bis Aufstiegskandidat und dann im Pokalfinale standen. Ja, gegen Effenberg, Norbert Flipsen hat, glaube ich, noch gespielt, der eine oder andere sich an den Namen noch erinnert. Verrückte Geschichte, aber ihr hattet keine Chance. Der Verein, sowohl wir als Mannschaft, aber auch der gesamte Verein im Vorfeld. Man hat die Größe, die Bedeutung des Spiels mit jedem Tag davor mehr gemerkt. Und dafür war der Verein einfach in dem Moment eine Nummer zu klein. Waren die Unterschiede damals zwischen erster und zweiter Liga auch schon so groß, wie sie heute sind? Nein, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir
da eine Chance gehabt hätten. Hat sich ja dann die Jahre danach auch bestätigt, nach dem Aufstieg des VfL. Ich denke, dass die Unterschiede heute absolut krass sind. Das war damals nicht so. Da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Aber wir bleiben mal bei deiner Entwicklung. Dann bist du, wenn ich das mal so sagen kann, im Herbst deiner Karriere nochmal nach Magdeburg. Vierte Liga. Das bedeutet ja Fußball auf dem Dorf. Das war sicherlich eine absolute Umstellung. Oder gibt es da schöne Geschichten mit viel zu kleinen Kabinen? Oder was fällt dir da ein? Na, ich habe immer so, ich brauchte immer so die Emotionen. Ich hatte Anfragen noch, auch aus der zweiten Liga, aus Oldenburg zum Beispiel, zu dem Zeitpunkt. Aber das war für mich so ein Schritt, wo ich sage, ich bin ja mit 13 von meiner Heimatstadt, Germania Halberstadt, ins Internat nach Magdeburg, FCM. Habe dann da die ersten Oberligaspiele gemacht, das nicht geschafft in dieser bärenstarken Mannschaft, die der Club damals hatte. Und trotzdem verliebt man sich ja in so einen Verein, in das Umfeld, in die Fans, eine fußballverrückte Stadt. Und dann dachte ich so, Mensch, das wäre es eigentlich, die letzten Jahre nochmal für den FCM zu spielen. Und dann habe ich mich mehr oder weniger selber dort in Schussposition gebracht, bin dann nach Magdeburg gefahren mit meiner Frau. Und dann saßen wir in dem alten Gobe-Stadion, da spielten sie gerade gegen Türkgücüspor Berlin. Dann waren 250 Zuschauer, die haben alle mehr gemeckert, als ich gefreut. Die haben ja 2-1 verloren. Und ich war ja ein halbes Jahr vorher noch im Pokalfinale in Berlin. Und meine Frau sagte, du willst doch jetzt ja nicht wirklich einen Vertrag unterschreiben, oder? Und so ein bisschen verrückt war ich dann immer an der Stelle. Und dann habe ich gesagt, du, wenn wir hier richtig loslegen, das ist ein schlafender Riese, dann wird hier was passieren. Ja. So war es dann. Magdeburg, Europapokalfinalist, nicht nur Finalist, sondern der einzige, der in der ehemaligen DDR quasi den Europapokal gewonnen hat, war in die vierte Liga abgerutscht und drohte womöglich ganz zu verschwinden. Wie sehr hat dir das wehgetan und wo hast du deine Überzeugung hergenommen, zu sagen, das könnte nochmal was werden? Ich habe einfach erstmal sehr stark an mich geglaubt. Ich habe mir das zugetraut. Es ist ja eine ähnliche Rolle wie in Wolfsburg, die ich gespielt habe in der Anfangszeit. Ich war dann sehr schnell Mannschaftskapitän in Wolfsburg und habe mir einfach zugetraut, dass ich da eine junge, wilde Horde führen kann. So, und im ersten Training standen da 13 Spieler, alle gerade aus der A-Jugend gekommen, vielleicht noch ein Pole, der etwas älter war. Ich hatte da eigentlich nie Zweifel. Und dann haben wir uns da auch ganz schnell gefunden. Und dann habe ich schnell gemerkt, boah, hier sind ja Spieler, die haben ja Megatalent. Marcel Maltritz, Jan Sandmann, Christian Lenze, Andreas Egler. Gerade Lenze, Sandmann, Maltritz haben später Bundesliga gespielt, auch beim HSV in Wolfsburg. Also das waren die ersten Jungs, die waren 18 Jahre. Und da habe ich schnell gemerkt, boah, das geht hier voll auf. Das ist deine Nummer. Du bist hier wie ein Vaterfigur für die, Ansprechpartner des Trainers, Kapitän, und wirst die jungen Wilden hier nach oben führen. Das habe ich ganz schnell gemerkt. Und dann muss es irgendwann einen Tag gegeben haben, wo du gesagt hast, so, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt sind meine Knochen müde. Oder was war, wenn du dich zurückerinnerst, irgendwann mal da zu überlegen, ich höre vielleicht auf mit dem aktiven Fußball? Da kam eins ins andere. Also es spielte dann auch eine gewisse Enttäuschung mit nach dem Aufstieg in Magdeburg. Wir haben uns sehr emotionalisiert, hatten dann am letzten Spieltag 10.000 Zuschauer. Es kam in der Stadt Konkurrenz auf mit Fortuna Magdeburg, die wir schlagen konnten dann. Da waren auch 8.000 Zuschauer im Stadion. Also wir haben uns dann ganz schnell gefunden und eine tolle Mannschaft, tolle Kameradschaft. Und wie das dann manchmal so ist, nach dem Aufstieg haben sich dann nicht alle Wünsche erfüllt, so was den Kader anbetrifft, was Zielsetzungen und etc. Eine völlig neue Welt dann wieder für den Verein, wo ich mir dann sagte, das eigentlich ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, dann nochmal eigentlich so mit so einem Aufstieg, mit dem Höhepunkt, ne, als Kapitän diesen Traditionsverein wieder nach oben zu führen. Und in dieser Zeit ruft mich ein sehr, sehr guter Freund an, der auch bekannt ist, und das war Lutz Lindemann. Und er sagte mir, Mensch Frank, sag mal, ich will hier in Aue ein bisschen so in den Trainerposten abgeben, in das Glied des Sportdirektors. Wir kennen es ja beide gut, er ist Halberstädter, ich bin Halberstädter. Und dann habe ich gedacht, oh, das passt aber jetzt wie die Faust aufs Auge. Ne? Und dann fängst du, das war immer so mein Traum natürlich auch, dann die Trainerkarriere anzuschieben. Und dann habe ich gedacht, dann wirst du jetzt Trainer in Aue. Okay, und das hat sich dann relativ schnell gefunden. Also das war mehr oder weniger ein fließender Übergang. Ne? Also
aufhören und gleich Trainer werden. Hattest du irgendwie Bedenken, musst noch abtrainieren oder irgendwie, oder hast gesagt, okay, ich stütze mich erstmal gedanklich voll in die Aufgabe und das wird schon, ich kick mal ein bisschen mit bei den Jungs oder so? Na, abtrainieren war kein Thema, dafür ist ja noch Zeit, aber ich habe das völlig falsch eingeschätzt. Ich hab mich überschätzt an der Stelle, wie es so viele ältere Spieler machen, ne, die in den letzten Jahren ihrer Karriere immer denken, sie können das besser wie die Trainer. Das muss ich auch für mich in Anspruch nehmen, leider. Ich habe also diesen Job, Trainer zu sein einer Profimannschaft, ich hatte damit keine Erfahrung und habe das völlig falsch eingeschätzt. Damals war es die dritte Liga, ne? Oder die Regionalliga hieß es ja damals. Ne? War die dritte. Ich habe Lutz Lindemann natürlich auch gefragt, wie er das damals gesehen hat und wie er dieses Ganze zustande gekommen deines Wechsels als vom Spieler zum Trainer zum FC Erzgebirge Aue zustande gekommen ist. Und da fällt auch wieder der Name Peter Panda. Ja, in erster Linie erstmal tut es mir leid, dass der Frank nicht länger Trainer war, als wir das wollten. Er war unmittelbar nach dem Karriereende, wurde ich von Peter Pander, damals Manager in Wolfsburg, mit dem habe ich geredet und Frank war dort Spieler. Und er sagt, wenn du einen interessanten Mann suchst, Frank hat aufgehört in Magdeburg, ich habe ihn geholt, aber damals war auch schon in Aue immer Druck und meine Vorstandskollegen und Präsidenten wollten damals auch jedes Spiel gewinnen und Frank war eher damals noch so ein junger Mann, der alle weiterbringen wollte, der sich Zeit genommen hat, der nachmittags nochmal an den Stellschrauben gearbeitet hat. Aber wir haben nicht jedes Spiel gewonnen und ich kann mich erinnern an ein Spiel in Chemnitz, das war ein wichtiges Spiel, hat er einen Spieler aus der zweiten Mannschaft spielen lassen und auf die Frage, der war Totalausfall, wir haben verloren. Und auf die Frage eines Journalisten, würden Sie das wieder so machen, hat Frank gesagt, genau wieder so. Und danach hat der Herr Leonard im Vorbeigehen gesagt, morgen ist er zu entlassen. Und ich durfte das dann vollziehen. Erinnerst du dich noch daran? Sowas. Ganz genau so, ja. Hat Lutz Lindemann, unser Sport- und Osten-Experte, mir vor 3 Tagen nochmal erzählt. Finde ich ganz interessant, dass du im Grunde genommen daran gescheitert bist, deine Rolle, die du auch als Führungsspieler schon in Magdeburg eingenommen hast, die Jungen besser zu machen, auch als Trainer so ein bisschen übernommen hast, ne? Ich kann auch Ronny Thielemann nochmal dazu befragen, das habe ich getan, denn der war damals Kapitän in Aue und mehr oder weniger deine rechte Hand, wie er die Sache gesehen hat. Ja, das ist nochmal der Herr Lindemann, Entschuldigung. Da kommt der Ronny. Im Sinne war es, glaube ich, auch so, dass wir gar nicht so unerfolgreich waren. Also es war jetzt keine bodenlose Saison. Er hat viel probiert, er hatte einen modernen Ansatz vom Fußballspielen, hatte da sehr, sehr gute Inhalte, konnte die auch innerhalb der Mannschaft gut transportieren. Aber wie es halt häufig so ist, und das zeigt, glaube ich, jetzt im Nachhinein auch die Vergangenheit, haben sich in Aue, sage ich jetzt mal, bis auf Lutz Lindemann, Gerd Schädlich und mit Abstrichen, glaube ich, nach Rico Schmidt, nur sehr, sehr wenige Trainer länger halten können, weil da doch immer auch eine sehr hohe Erwartungshaltung war und da die Geduld nicht immer die größte Tugend war. Das war so und das ist bis heute so geblieben. Ne? In Aue, nicht nur in Aue wahrscheinlich, aber natürlich, da wollte man. Erinnerst du dich an dieses Spiel gegen Chemnitz, wo das dein letztes in Aue war? Ja, klar, erinnere ich mich. Das ist, diese Erwartungshaltung ist nicht nur in Aue. Ich muss das ein bisschen relativieren. Ich bin da noch zu jung gewesen. Das ist ein besonderer Verein. Der ist für uns hier, gerade auch in Mitteldeutschland, wo wir mit unseren Vereinen mitfiebern, hat der Verein eine sehr große Bedeutung und natürlich auch im Erzgebirge. Und das ist einfach so, dass meine Erfahrung als Spieler, die ja sehr reichhaltig war, und jetzt nehme ich auch für mich mal in Anspruch, dass ich strategische Fähigkeiten hatte als Spieler, auch in der Kommunikation, aber das reicht nicht. Das ist, um mit so einem Verein unter Profibedingungen, mit so viel Herzblut im Umfeld, dann dort Prozesse anzuschieben, zu begleiten, das habe ich dann schnell gemerkt. Dafür braucht man schon auch nochmal eine andere pädagogische Ausbildung auch. Und dafür hat einfach das Spieler gewesen zu sein nicht ausgereicht. Hm.
Halberstadt, Union Berlin, Stendal und Neuruppin waren weitere Stationen von dir als Trainer. Wann hast du gemerkt oder gedacht, es muss noch was anderes geben? Grundsätzlich dann final bei der letzten Station. Dann war ich 10 Jahre Trainer mit mehr oder weniger Erfolg. Wie gesagt, schnell zusammengefasst in Aue, noch zu jung. Halberstadt in meiner Heimatstadt hatten wir eine wunderschöne Zeit, tolles Team, sind zweimal aufgestiegen, dann bis in die 4. Liga auch. Und dann kam Union Berlin, das muss man vielleicht noch mal ein bisschen spezieller sehen, da war ich dann schon gereift. Der Verein war am Boden, wir waren Letzter in der 3. Liga, als ich übernommen habe. Der Abstieg war nicht zu verhindern. Trotzdem ein super Jahr, aber auch wieder nur ein Jahr. Danach geht das dann los, ja. Das Gedankenspiel, so ist das überhaupt das Richtige. Das hier startet mit sehr viel Emotionen und habe dann aber für mich gemerkt, so dieses Eindimensionale, dieses kurzfristige Denken, so um schnelle Ergebnisse zu erzielen, dieser Umgang mit Funktionären, mit Journalisten auch, dieser tägliche Kampf mit auch mit Reservistenspielern, das ist nicht deins. Du musst dir was suchen, was einfach mehr Inhalt hat, nicht immer so die gleichen Themen. Du warst schon so eine lange Spielerkarriere, dann nochmal 10 Jahre Trainer und es war eine schöne Zeit, aber dann kam für mich irgendwann so der Gedanke, damit hörst du auf. Welche Alternativen hattest du im Kopf? Ich habe ja begleitend immer wieder auch mit Spielerberatern zu tun gehabt und zum Beispiel Lars-Wilhelm Baumgarten, der in der unmittelbaren Wendezeit war der Volontariat bei der Bild-Zeitung in Dresden. Das war einer der wenigen, die fair mit uns umgegangen sind in dieser Zeit, in dieser verrückten Zeit auch medial, gerade im Boulevard. Und wir haben den Kontakt immer erhalten. Er ist aus dem Harz, er hatte sein Büro hier mit einer sehr großen internationalen Agentur aufgebaut mit Thomas Strunz in Bad Harzburg und ich nur noch aus Halberstadt, der Weg war immer kurz. Thomas Strunz, Spieler von Bayern München, ne? Über den reden wir. Ne? Genau. Die haben zusammen eine Sportagentur aufgebaut und der hat dann schon immer Signale gesendet. Frank, du wohnst in Berlin, wenn du Lust hast, kannst du jederzeit in unserer Agentur mitarbeiten. Du hast gute Kontakte, du kannst reden, du kannst das, Kontakte zu Spielern auch. Das ist das, was wir brauchen. Wenn du Lust hast, dann bist du herzlich willkommen. Und dann... Wie muss ich mir das vorstellen? Geht das los mit, ich besorge mir mal eine Karte, ich gucke mir Spiele an oder? Wie muss ich mir das vorstellen, wie dann plötzlich so ein Leben, so ein Tag bei dir ausgesehen hat? Ja, wir hatten eine sehr große Agentur, die eigentlich in ganz Europa Spieler betreut hat und auch Trainer. Also überall, wo Profifußball war, da hatten wir Mitarbeiter, Mitstreiter. Und es gab also ein sehr großes Portfolio an Spielern und meine Aufgabe war es dann von Berlin aus, vor allem die Vereine im Osten oder auch da, wo ich selber gespielt hatte, in Wolfsburg, zu kontaktieren und Transfers anzubahnen. Die Spieler waren vorhanden, ich musste also nicht losgehen und Klinken putzen und Spieler akquirieren, sondern es waren internationale, es waren Nationalspieler, die alle sehr gerne in die Bundesliga gewechselt werden, egal ob aus Tschechien oder Slowakei oder Dänemark zum Beispiel. Und von daher hatte ich da einen recht leichten Einstieg auch. Wann betrachtet man oder wann betrachtest du einen Wechsel als gelungen? Einen Wechsel eines Spielers von einem zum anderen Verein? Wenn es eine Entwicklung gibt, wie gesagt, das eine ist ja eine reine Spielervermittlung. Gibt es einen Nationalspieler aus Dänemark, den vermittelt man in der Bundesliga. Und das ist eine Vermittlung. Und dann hat man als Berater die Dollarzeichen im Auge zu haben und an das Portemonnaie des Jungen zu denken und auch an sein eigenes. Das ist dann oft so. Aber für mich ist das, was Lutz Lindemann vorhin schon in der Trainerzeit erwähnt hat, einen jungen deutschen Spieler zu sehen, zu entdecken, ein Talent zu sehen, mit ihm in den Austausch zu kommen, vielleicht auch mit der ganzen Familie oder auch einen jungen Trainer und dann einen Karriereplan aufzubauen, wo man auch Rückschläge verkraftet und wenn es dann nach oben geht so, und man kommt dann in gewisse Bereiche, die sich dann auch lohnen, sowohl sportlich wie auch emotional, auch finanziell, dann denke ich, habe ich einen guten Job gemacht. Okay, weil du gerade es ansprachst, dass an die Dollarzeichen sind zu denken, sowohl beim Spieler als auch beim Berater. Sind die Provisionen eigentlich gedeckelt oder sind die frei verhandelbar? Das ist frei verhandelbar. Okay, also wenn ich, umso besser der Spieler, umso mehr kann ich auch für mich dann rausschlagen oder ist das so? Ja, es gibt so Richtwerte, ne, dass sich das am Jahresgehalt des Spielers orientiert, am Bruttojahresgehalt, aber wenn...
wenn ein finanzstarker Verein einen Top-Spieler haben will und dieser Spieler hat auch mehrere Angebote von anderen Vereinen, dann ist es frei verhandelbar. Ja, da sind dem also keine Grenzen gesetzt. Was hältst du generell von Gehaltsobergrenzen im Fußball? Wird ja immer mal wieder diskutiert. Gar nichts. Ich glaube, dass das Tür und Tor öffnen würde wieder für, was es alles schon mal gab, für Schwarzzahlungen etc. Also wenn ein großer, finanzstarker Verein einen Spieler haben will, dann werden sie nach Wegen suchen, die nicht mehr transparent sind, die auch vielleicht am Finanzamt, am Fiskus vorbeigehen. Und davon halte ich überhaupt nichts. Ja. Also das Risiko für einen Fußballverein besteht ja im Grunde genommen darin, aus dieser Gleichung Ertrag minus Investition heißt wenig Personalkosten, trotzdem viel Erfolg zu haben. Aktuell macht das im Osten Union Berlin am besten. Was ist deren Geheimnis? Bist du dahinter gekommen? Ja, die Frage hätte ich schon zu meiner Zeit beantworten können, als ich dort Trainer war, ein Jahr. Das Geheimnis ist der Präsident, das ist Dirk Zingler. Das ist ein Unternehmer, ein Visionär, der immer klare Ziele formuliert hat, auch zu meiner Zeit, obwohl der Verein, die Mannschaft in einem sehr schlechten Zustand war, wusste der immer, wo er hin will und hat sich auch nicht gescheut, das öffentlich zu machen. Als der Verein gerade in die zweite Liga aufgestiegen ist, hat er das Ziel ausgegeben, wir wollen unter die stärksten 20 Clubs in Deutschland. Das hat zu jeder Zeit eine Orientierung geschaffen im Verein, für alle Angestellten, für die Trainer, für Scouts, für die Spieler, für Fans. Und ich glaube, dass der Erfolg, der Weg, den Union gegangen ist, unmittelbar mit dem Präsidenten zu tun hat. Also hat er denn Druck aufgebaut und sich dann Leute geholt, die dem Druck gewachsen sind? Weil es ist ja auch ein bisschen was getauscht worden hin und wieder mal. Aber ich denke an eine lange Zeit von Uwe Neuhaus, der da lange und erfolgreich gearbeitet hat. Dann wurde er ausgetauscht. Wie kann ich mir das vorstellen beim Präsidenten von Union? Er war sehr konsequent. Also er hat klare Ziele formuliert, auch mir gegenüber, hat gesagt, Herr Liebermann, das ist unser Ziel, das müssen wir erreichen. Und wenn das nicht passiert, wir sind ein Fußballclub, wir sind auch kein Ausbildungsverein, wir sind auch kein Wohlfahrtsamt, das ist das Ziel, das müssen wir gemeinsam erreichen. Wenn Sie Hilfe brauchen, können wir über alles reden. Aber wenn das Ziel nicht erreicht ist, müssen Sie damit rechnen, dass ich es dann mit einem anderen Kandidaten versuche. Das heißt, es liegt oft gar nicht an der schwachen Struktur im Osten, die ja vielfach beklagt wird, sondern vielleicht auch an den handelnden Personen, wenn die fähig sind, so einen Fußballverein zu führen, zu regieren. Es ist natürlich auch immer auch eine Frage des glücklichen Händchens bei Verpflichtungen und so weiter und so fort. Aber die handelnden Personen sind doch sehr entscheidend im Fußball. Bin ich überzeugt von, dass es wichtiger ist als das Geld, das Management, eine klare Orientierung, eine klare Zielsetzung. Anhand daran suche ich mein Personal aus, Trainer, Spieler etc. Daran orientiere ich die gesamte Organisation. Bin ich überzeugt von. Und dann natürlich mit einer entsprechenden Konsequenz das auch umzusetzen. Konsequenz heißt nicht immer emotional, Stammtisch, sondern einfach, das ist das Ziel, das wurde nicht erreicht. Also müssen wir hier irgendwas verändern. Gutes Beispiel ist vielleicht über Jahre gesehen der FC Bayern mit zwei, ich sag mal so, Heroes, Hoeneß, Rummenigge, die da, oder teilweise auch Beckenbauer noch, Fußballer in diesen Positionen hatten, die auch ihr Geschäft als Unternehmer, Geschäftsmann gut verstanden haben und dann wahrscheinlich immer gute Entscheidungen getroffen haben, sowohl bei der Verpflichtung der Spieler als auch bei der Verpflichtung der Trainer. Ne? Das kann man sich als gutes Beispiel, wenn ich da im Vergleich mal den Hamburg SV mir angucke, ist das, glaube ich, unstrittig. Inwieweit, und wir haben jetzt gerade die Corona-Pandemie, wirkt sich das gerade diese Zeit oder diese Pandemie im Transfergeschäft aus? Wie gibt's da in irgendeiner Weise Dinge, die mir jetzt nicht auf Anhieb einfallen, aber die mit Corona vielleicht nicht zustande gekommen sind? Das hat große Konsequenzen. Also die Vereine, denke mal, ein mittlerer Bundesligist hat inzwischen Verlust von ohne Zuschauer und allem, was dann da noch mit an Catering und Merchandising-Erlösen mit dranhängt, von 60 bis 80 Millionen Euro. Und das macht sich natürlich bemerkbar auf alles, auf Vertragsverhandlungen, auf Vertragsverlängerungen, auf Ablösesummen, die weitestgehend aktuell weggebrochen sind. Und man sieht es auch im aktuellen Transferfenster, es ist noch nicht viel passiert. Die Vereine sind sehr vorsichtig geworden. Das heißt, keiner kann die
das Ausmaß im Grunde genommen beziffern so richtig, weil die Pandemie ist noch nicht vorbei und man kann noch keinen Schlussstrich ziehen unter dem, was vielleicht noch bevorsteht und was schon gewesen ist. Wie in der ganzen Gesellschaft. Ja. Also, wir können alle nur spekulieren und hoffen, aber es ist kein Ende zu sehen und es gibt auch da offensichtlich keine Lösung. Es geht hin und her, mal Zuschauer, mal nicht. In Berlin mal 2000, in Wolfsburg gar keiner. Also es ist alles noch sehr fragile. Und das schafft natürlich keine Planungssicherheit für die Vereine. Und demzufolge wirkt sich das auch auf dein Geschäftsfeld aus, ne? Das kann man wohl sagen. Das ist eine logische Schlussfolgerung, denke ich, oder? Definitiv. Ja. Aber definitiv. Ich muss jetzt keine Angst haben, dass du morgen... Ich kann den Kaffee, den kann ich noch bezahlen. Also kannst du ruhig austrinken. Ja, Frank Lieberer hat einen schönen Kaffee gekocht. Der ist wunderbar. Danke nochmal dafür. Ja. Wir sind gerade noch beim Osten und Union Berlin gewesen. Was glaubst du, wie entwickelt sich der Ostfußball in den nächsten Jahren? Es wurde viel falsch gemacht, da haben wir zigtausendfach schon drüber geredet. Aber was glaubst du, wie er sich entwickeln wird? Ich habe große Bedenken, weil wir nicht mehr gut ausbilden. Wir kriegen keine Spieler mehr aus den eigenen Nachwuchsakademien nach oben. Sowohl in Rostock spielt kein einziger aus dem Internat, in Magdeburg schon seit Jahren nicht. Dresden ist der einzige Verein, der immer wieder mal die Tür auch für den Jugendspieler öffnet. Stefaniak damals Hauptmann, Schubert im Tor, Ehlers in der Innenverteidigung. In Aue gibt es keinen Spieler aus der eigenen Akademie und es können wir runterbrechen bis in die dritte Liga, bis nach Zwickau, Halle oder... Ja, wir haben einfach keine gute Ausbildung aktuell. Ich denke, dass das ein Problem in ganz Deutschland ist. Wenn man sich ein normales Bundesligaspiel vielleicht mal ansieht oder wo der Sechste gegen den Zwölften spielt, also da sind vielleicht noch ein Drittel deutscher Spieler auf dem Platz. Also es geht wirklich immer mehr dahin, diese Globalisierung, diese Internationalisierung der Liga auch. Junge Spieler kriegen kaum eine Chance. Und gerade im Osten, wo dann doch der ein oder andere Sponsor noch fehlt, müsste man eigentlich auf die Jugend zurückgreifen können, aber es macht keiner. Warum nicht? Was glaubst du? Ich denke, dass zu schlecht ausgebildet wird. Die Vereine verlieren die paar Straßenfußballer, die sie haben, heute schon mit 14, 15 an die großen Akademien, wie nach Leipzig, nach Dortmund, nach Schalke oder Werder Bremen, viele Jahre, VfL Wolfsburg, die natürlich sehr viel Geld investieren können in die Jugendausbildung. Da hat eigentlich nie einer Mittel gefunden, um die Familien vielleicht auch mit den Eltern zusammen in der Heimat zu behalten. Man hat die sehr jung abgeben müssen. Und bei den anderen reicht dann einfach die Qualität nicht, bei den Spielern, die da sind. Aber ich weiß auch nicht, welche Qualität die Trainer haben etc. Die gesamten Bedingungen auch, warum so das Niveau einfach ist, einfach schlecht aus den den U19-Mannschaften. Das ist einfach offensichtlich nicht reicht. Dass in mehreren Vereinen, wie gesagt, ich habe jetzt alle aufgezählt, Rostock, Magdeburg, Dresden etc., aber ja. dass wenn alle Vereine da nicht in der Lage sind, Jugendspieler zu integrieren aus ihrem eigenen Nachwuchs, muss es ja die Ursache haben, dass die Qualität nicht ausreicht. Das heißt, viele Vereine setzen auch gerade bei den Trainern im Nachwuchs zuallererst den Rotstift an, wenn es heißt, irgendwo Kosten zu sparen wahrscheinlich. Ist das so? Ich denke, dass auch die gesamte Struktur, dass man das einfach überdenken muss. In meinen Augen kommen junge Spieler, wenn sie gute Straßenfußballer sind, mega Talent haben, kommen sie sehr früh unter großem Druck, müssen schon mit 17 in der Bundesliga oder in der ersten Mannschaft spielen. Und da reden wir aber jedes Jahr nur über 3 bis 5 Spieler. Jetzt zum Beispiel Florian Wirtz in Leverkusen ist so ein Fall. Früher Mario Götze, das ist aber nur sehr wenigen vergönnt. Und dann gibt es den Wegfall der U21-Mannschaften. Die Spieler müssen von den Akademien sehr schnell in Amateurbereiche wechseln, wo einfach der Großteil der Mitspieler ganz andere Interessen hat, als sich nochmal für den Profifußball zu empfehlen. Ich glaube, dass an der Schnittstelle der DFB einen Riesenfehler macht. DFB im Sinne dessen, dass... Der Fehler liegt wo, deiner Meinung nach? Es fehlt an der Struktur. Aus der A-Jugend-Bundesliga, das geht in Leipzig so, bei Bayern München, aber auch in Magdeburg, aus der A-Jugend-Bundesliga den Sprung in die Kampfmannschaft zu schaffen, wo der Trainer unter sehr großem Ergebnisdruck steht, ja. Das ist einfach nur für alle wenige machbar, für alle wenige Spieler. Dynamo Dresden hat es vielleicht teuer bezahlt mit dem Abstieg, dass sie einen sehr jungen Torhüter ins Tor gestellt haben mit Schubert und mit Ehlers, einen sehr jungen Spieler auch in die Innenverteidigung. Aus meiner Sicht fehlt da eine Liga, wo die Spieler noch mal 2 Jahre vielleicht in einer U21-Liga
nochmal unter sich bleiben und auch mal einen Fehler machen können, wo auch junge Trainer sich entwickeln können. Auch junge Trainer stehen heute sehr früh unter Druck, wenn sie in Vereinen wie vielleicht in Chemnitz, in Cottbus oder Jena um den Aufstieg spielen müssen. Auch die haben überhaupt keine Gelegenheit, einen ganz jungen Spieler mal aufzubauen und mal einen Fehler zu verzeihen. Ja. So wie ich in meiner Trainerzeit, dann sind sie schnell entlassen. Ganz genau. RB Leipzig hast du angesprochen. Da hat es ja im Grunde genommen noch keiner geschafft in die erste Mannschaft oder ins Bundesliga-Team. Da reden wir aber auch von einem ganz großen Sprung in eine quasi Champions-League-Mannschaft. Bei Bayern ist das auch eine gewisse Zeit her, dass es da mal einer richtig geschafft hat. Musiala vielleicht jetzt aktuell derjenige. RB bildet viele Fußballer aus, aber ich sage jetzt mal so dritte, zweite Liga, da denke ich jetzt an Kraus in Nürnberg, Bokowski auch in Nürnberg, die da aktuell unter Vertrag stehen und auch gute Leistungen bringen. Ist der Sprung einfach von der U18 in so eine Champions-League-Truppe, muss man da außergewöhnliche Fähigkeiten haben, um das zu schaffen? Also kann man das gar nicht realisieren? Das kann man nicht ausbilden. Das sind Talente, die mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurden, die Straßenfußballer sind. Bleiben wir mal bei Florian Wirtz oder Musiala. Das sind absolute Ausnahmen. Auf dem normalen Weg ist das mit dem besten Trainingsprogramm und den besten Inhalten nicht machbar. Und deswegen glaube ich persönlich, dass da eine Liga dazwischen fehlt. Nach dieser mit 18, nach dieser U19, A-Jugend-Bundesliga-Zeit, müsste es eine Liga geschaffen werden, wo sie ein, zwei Jahre Zeit bekommen, sich an den Männerfußball zu gewöhnen, wo sie sich entwickeln können. Ja, ist auch inhaltlich mit Krafttraining und alles, was dann verschärft dazu kommt im Männerbereich, um sich einfach auch im Zweikampf zu behaupten. Ich glaube, dass das nicht machbar ist, aus der A-Jugend-Bundesliga als normal entwickelter Spieler in der Champions League zu spielen. Es gab ja mal so ein paar Versuche. Es gab mal die Nachwuchsrunde in der Bundesliga, dass man am Dienstag danach im Grunde genommen das Bundesligaspiel dann nochmal gespielt hat im regionalen Bezug. Aber so eine richtige Idee gab es nicht. In der DDR, wenn ich mich daran erinnere, gab es die Nachwuchsoberliga mal eine ganze Zeit lang. Dann die Juniorenoberliga, die so ein bisschen so einen Bezug hatte zur aktuellen Bundesliga. Ist das so ein Modell, was dir vorschwebt? Ja, ich habe es ja selber erlebt, dass wie es in der DDR eben war. Ich hätte kein Oberligaspieler werden können, auf meiner Position am Nationalspiel gespielt. Ich bin mit 18 in den Trainingsstamm von Klaus Urbanschek beim 1. FC Magdeburg gekommen. Da war Achim Streich, da war Jürgen Pomrenke, Maxe Steinbach und Dirk Stahmann war Libero. Das waren bis auf Streich als Mittelstürmer natürlich, aber die Mittelfeldpositionen und Libero hätte ich begleiten können. Aber das ist nicht möglich, in einer solchen Mannschaft eine zentrale Position mit Verantwortung zu spielen. Und von daher tat mir diese attraktive Nachwuchs-Oberliga-Runde, die ja zum Teil Vorspiele in den Stadien der Oberliga gespielt hat, da war man im Blickpunkt, da war man im Fokus. Das tat mir und auch ganz vielen Weggefährten sehr gut, war ein sehr gutes Sprungbrett. Und alle Versuche, die ich jetzt hier in der neuen Zeit erlebt habe, sind alles stiefmütterlich gescheitert. Auch die dritte Liga, die ja so ein bisschen eingeführt wurde, um vielleicht den ein oder anderen Talent da eine Bühne zu geben, ist eher eine Liga von Gescheiterten oder ich sag mal Älteren, ohne das irgendwie despektierlich jetzt zu meinen, aber im Endeffekt ist es so, ne? Die Idee war sicher mal anders, aber es wird so nicht gelebt. Also es sind ja Traditionsvereine in der Liga, die um Überleben kämpfen, die dann natürlich dann auch kurzfristig Erfolg brauchen, eine riesen Erwartungshaltung im Umfeld haben und dann natürlich lieber auf gestandene Profis setzen, die für den Erfolg im Moment eher zu gebrauchen sind, als einen jungen Spieler aufzubauen. Ja, das sind keine so düsteren, das sind düstere Aussichten und ich wollte eigentlich mit was Positivem enden. Gibt es irgendwas, woran wir unsere Hoffnung knüpfen können in naher Zukunft in Fußball Deutschland? Wir haben die WM vor der Tür. Was glaubst du? Wir haben, was die Nationalmannschaft anbetrifft, immer noch eine gute Breite an Topspielern und auch international gesehen Top-Talenten. Ansonsten glaube ich, dass wir eine andere Struktur brauchen. Mir wird wirklich Angst. Ich sehe nur Bayern München als Verein wettbewerbsfähig. Wir sehen es an der Champions League. RB Leipzig, Dortmund, Wolfsburg sind früh ausgeschieden. Wir sehen es an den Ergebnissen der U-Nationalmannschaft.
Ich glaube, dass wir in Deutschland uns überlegen müssen, was wir wollen. Wollen wir absoluten Spitzenfußball, auch international? Dann müssen wir uns neuen Dingen öffnen, sprich die 50-plus-1-Regel muss gecancelt werden. Wir müssen Gelder in die Liga holen, um diese Topstars wie Lewandowski oder Haaland hier zu halten. Ansonsten geht es Richtung Mittelmaß. Das sind klare Worte von dir, Frank. Ich danke dir für das Gespräch. Ich wünsche dir für deine Zukunft alles, alles Gute. Wir werden das ja hin und wieder mal sehen, ob der eine oder andere Transfer, der von dir geleitet wurde, welcher war der letzte übrigens? Kann man das so nennen? Kann man das so sagen? Ist das Betriebsgeheimnis? Ich bin so lange im Geschäft, weil ich diese Fragen nicht beantworte. Aber also, der letzte Transfer war der von Steffen Baumgart vom SC Paderborn zum 1. FC Köln. Und da kann man doch sagen, das hat sich gelohnt, sowohl für Steffen Baumgart als auch für den 1. FC Köln und ich hoffe letztendlich auch für dich. Danke fürs Gespräch, Frank Lieberam. Den interessierten Zuhörern sei auch Dank gesagt. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Wünsche und Kritik äußern wollen, dann schreiben Sie uns mdr.de/sport. Da finden Sie den Weg zum Kontaktformular. Und wenn Sie was Positives haben, können Sie auch gerne mir schreiben auf Instagram, Facebook oder Twitter. Mein Name ist Florian Weichert und ich hoffe, dass ich wieder in der nächsten Folge auf Sie zählen kann. Danke, Frank Lieberam. Vielen Dank auch.